Guten Morgen Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Die Auffahrt vorne ist jetzt fertig gepflastert und ich bin auch soweit fertig. Jetzt geht es hinten weiter an meiner Terrasse. Da sammelt sich immer ein bisschen Wasser in der Mitte, weil da eine Delle ist. Und da wird jetzt alles mal neu gemacht und dann auch neu gefliest. Ich zeige es euch mal kurz. Also hier waren vorher Pflastersteine drin. Hier werde ich betonieren und dann die Fliesen komplett hier vorziehen. Und hier in der Mitte sammelt sich immer das Wasser und da werde ich dann ein Gefälle reinbringen, dass auch die Ablaufrinne benutzt wird. Ja, das ist das neue Projekt und los geht's. Als ich da jetzt ein paar Platten abgemacht habe und hier an der Hauswand das gesehen habe, gefällt mir auch nicht so wirklich. Deswegen werde ich den Randstein hier auch noch wegmachen und fließe bis an die Wand und mache hier an die Wand noch eine schöne Abdichtung dran dann. So, die ganzen Fliesen sind jetzt mal ab. Jetzt muss ich erstmal noch alles wegräumen und alles sauber machen und dann geht's weiter. Ist leider nicht allzu viel passiert. Ich zeige euch mal, was ich heute gemacht habe. Ich hatte hier noch die Randsteine oder wie man das nennen kann, rausgemacht. Hier mal alles abgegraben, dass ich das noch auffüllen kann dann mit Beton. Hier habe ich schon ein bisschen was betoniert, das kleine Stück da. Und ich habe mal hier alles sauber gemacht. Da sechs da die ganzen Fliesen weggeräumt, dass ich dann morgen die Schnellputzschienen da setzen kann und dann mein Gefälle hier mit Estrich machen kann. Okay, doch Planänderung. Gestern hatte ich ja ein bisschen was betoniert und heute wollte ich jetzt noch die oberste Schicht abmachen und habe jetzt gesehen, dass hier eigentlich alles los ist. Das heißt, ich mache jetzt den ganzen Zement, wo ich, also was heißt, ich habe nur das Stück gestern betoniert. Das kommt raus und hier mache ich den Estrich ab und mache dann alles neu mit Gefälle. Ich hatte jetzt hier schon angefangen, die Schalung zu bauen, die ich dann morgen betonieren werde. Habe dort noch ein paar Eisenmatten reingelegt und habe auch Torstahl in die vorhandene Bodenplatte gebohrt, dass das dort mal noch so ein bisschen Verbindung hat. Hat den ganzen Estrich weggemacht und habe auch die Regenrinne da mal weggemacht, dass ich da ein bisschen mehr Platz habe.
So, der Beton müsste jetzt auch schon ausgehärtet sein. Ich habe jetzt hier noch mir wieder ein paar Schnüre gespannt, hier rüber und auch hier, und habe jetzt dann so Schnellputzschienen in Fliesenkleber gesetzt, dass ich dann morgen, wenn ich dann den Estrich mache, auf den einfach so abziehen kann. So habe die hier alle gar ein bisschen ins Gefälle reingelegt. Guten Morgen, Leute. Heute geht's wieder weiter an meiner Terrasse. Ich hatte gestern noch ein paar Sachen gekauft, die ich brauche. Und zwar erstmal die Fliesen, die gelegt werden. Ein bisschen Fliesenkleber. Dann noch das Kerdikol, nehme ich dann für die Abdichtung am Haus. Dann habe ich noch eine Abdicht- und Entkopplungsbahn gekauft. Und noch so ein paar Aluschienen für... kann man dann außen als Begrenzung dran, hier und hier vorne. Gestern hatte ich noch ausgeschaltet und bin mal noch mit dem Kärcher drüber, weil auf dem Estrich war noch so eine kleine Schicht oben drauf, die dann lose war. Die ist jetzt auch komplett ab und der Estrich müsste auch soweit ausgehärtet sein, dass ich dann heute mal noch Tiefengrund drauf mache und vielleicht dann noch die Entkopplungsbahn. Ich habe jetzt mal noch die ganzen Entkopplungsmatten und Abdichtungsmatten, das ist ja alles in einem geschnitten. Und die werde ich dann jetzt gleich noch mit Fliesenkleber festkleben. Die Matten sind jetzt soweit schon fest. Jetzt habe ich mal noch die Randprofile geschnitten und habe hier mal ein paar Platten ausgelegt, damit ich sehen kann, wie das hier ausläuft. Und hier habe ich noch, also hier fehlen 3 bis 4 cm, das heißt, ich werde das dann kürzen und gleich die erste, die ich dann lege, die gekürzte reinlegen, dass dann hier dasselbe Abstand ist wie hinten. Dann hatte ich noch die Abdichtungen geschnitten, die kommen nochmal an die Ränder von den Häusern, also von dem Haus, und kommen nochmal hier in die Zwischenfugen, da wird das dann auch nochmal drauf geklebt. Die Dichtungsbänder sind jetzt auch eingeklebt, hier an den Stößen und immer an den Übergang zum Haus. Und jetzt schneide ich mal noch ein paar Fliesen und dann werden die ersten mal gelegt. Heute gibt es mal wieder ein kleines Update. Ich hatte die letzten 2 Tage gefliest, jedoch konnte ich das nicht mitfilmen, weil Fliesenkleber es auch schon hart geworden ist und ich auch das erste Mal gemacht habe und hat einfach keine Zeit und keine Lust zum Filmen. Aber hier seht ihr mal das Ergebnis. Ich habe mir noch so ein System gekauft, so ein Nivelliersystem, wo man dann hier mit Keilen das dann alles so ein bisschen ausnivellieren kann. Es hat eigentlich alles gut funktioniert. Jetzt breche ich mal die Keile hier ab und mache mal alles sauber. Wie ihr ja gesehen habt, habe ich die Nivellierhilfe schon abgebrochen. Das ist jetzt ein abgebrochenes Teil und das ist noch ein neues, ein ganzes. Die haben hier so eine Sollbruchstelle, wo die dann ganz einfach abgehen. Und ich zeige euch mal kurz, wie das so funktioniert überhaupt. Also das kaputte Teil mache ich jetzt mal weg. Das Ganze wird dann einfach unter die Fliese geschoben und wird dann hier mit einem Keil und mit der Hilfe hier dann einfach arretiert und das zieht dann die andere Fliese auf die gleiche Höhe.
Fliesen habe ich jetzt auch schon verfugt. Und heute geht es mal an diese Mauer da. Da habe ich im Internet was gesehen, wo einer das verkleidet hat mit Zement und Sand. Und das probiere ich mal. Hier habe ich ein bisschen was abgeklebt. Ist das nicht ein geiles Paketband? Und ich probiere mal mein Bestes. Ich habe mir hier jetzt mal alles angemischt. Und zwar ist das gelber Sand 2:1 mit Zement. Und was habe ich noch dazu gemacht? 2-5% Spüli zum Wasser. Und mal schauen, wie das funktioniert jetzt. Also was ich noch sagen kann ist, man sollte das alles nicht zu dünn anmachen. Also es muss schon eine feste Konsistenz sein, sonst fällt das alles gleich wieder runter. Deswegen gut fest anmachen, nicht so viel Wasser. Jetzt habe ich mal die vorne ein bisschen angeritzt und schneide die dann noch so aus, wenn es ein bisschen angezogen ist. Und jetzt mache ich nochmal hier weiter. Heute gibt es mal wieder ein kleines Update. Die Mauer da hinten ist ja jetzt schon gut getrocknet. Dann habe ich hier noch die Abwasserabläufe da gesetzt, die Regenrinne. Und weil es mit der Mauer so gut geklappt hatte, habe ich das hier gerade noch weitergeführt. Habe hier noch eine Steckdose gesetzt. Und habe jetzt hier schon mal angefangen zu planieren, weil morgen kommt da auch dann, also habe ich den Rollrasen bestellt und dann wird der morgen verlegt. Gute Morgen Leute, ich habe gerade noch Rollrasen geholt, wie ihr sehen könnt. Und ja, habe hinten mal soweit alles vorbereitet. Hier sieht es immer noch aus wie Sau. Ich tue jetzt mal die ganze Erde noch ein bisschen befeuchte, mache noch einen Rasendünger drunter und ja, fange dann mal an, den Rasen zu verlegen.
so sieht das Ganze jetzt mal fertig aus. Hier sind zwar schon wieder ein paar Pissflecke von der Hunde, aber das lässt sich halt leider nicht vermeiden. Besser mal wieder Mutterboden und dann hätte ich den ganzen Dreck im Haus. So, die Terrasse ist fertig. Die Mauer ist auch getrocknet und bin soweit auch mit allem zufrieden. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal drunter kommentieren und vielleicht ein Like oder auch ein Abo dalassen.